Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Stone Block 2, Folge 4. Ja, in der heutigen Folge wollen wir weiter am Strom basteln. Das heißt, wir haben unsere ersten Steel Dusts. Da werden wir jetzt dann gleich mehr machen, aber ich möchte am Anfang halt, wie gesagt, so wenig Material verwenden, wie es nur geht. Wir brauchen jetzt so als erstes den Enrichment Chamber. Das heißt, ich brauche jetzt 4 Redstone, das Steel Casing, wir brauchen mal 4 Glas. Habe ich noch so viel da? Jawohl. Glas haben wir schon mal da. Dann brauchen wir ein Osmium. Und wir brauchen die 4 Stahl, die wo gerade hier laufen. Und ich habe noch mal ein bisschen Dust durchgejagt, dass wir noch ein bisschen Redstone haben. Alles soll uns ja nicht ausgehen, ne? So, das heißt, wir haben unseren ersten Stahl. Kommt hier rein. Einmal Osmium Steel Casings. Dann Enrichment Chamber. Das heißt, wir kommen dahin. Die kommen dahin. Und als nächstes brauche ich noch 2 Eisen. Und die kommen gleich dahin. Und ich habe meinen Enrichment Chamber. So, das heißt, wir sparen jetzt einmal auf jeden Fall. Und das machen wir jetzt indem, dass wir jetzt erstmal hingehen und sagen, okay, wir wollen haben achtmal 16 Eisen, also es sind dann 16 Stahl. So, das heißt jetzt dann, wir brauchen 1, 2, 3, 4. Das kommt jetzt in den Enrichment Chamber. So, das heißt, wir haben jetzt dann hier unseren Compressed Carbon. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kohle normal reinschmeiße, habe ich 10. Jetzt habe ich dadurch 8. Dafür brauche ich dann auch, wie es gesagt, 4 Stück. Wir müssen das ja immer zweimal durchjagen. So, wir müssen jetzt natürlich dann auch anfangen, alles andere auch zu machen. Aber das Wichtigste ist ja auch, wir müssen auch noch hier den Bereich ausbauen. Und ja, das heißt, wir müssen jetzt hier anfangen, den nächsten Bereich freizulegen. Und ich kann gleich mal gucken, wie das ausschaut mit wie viel Gold wir haben. Denn ich bräuchte auf jeden Fall eine bessere Lampe, dass ich hier mal die Fackeln wegmachen kann und dann hier auch mal wegen ausleuchten. Weil das geht mir nämlich auf den Ast. Ich habe ja schon, also was wir auch noch demnächst brauchen werden, das werde ich dann vielleicht sogar in die Ecke da hinten machen. Wir brauchen eine Monsterfarm am Anfang. Eine kleine einfach nur, wo man schlagen kann, weil wir brauchen ja den Bereich sozusagen für die Mystical Agriculture. Und da braucht man ja diese Monsterteile da. Dann wären wir schon mal auf jeden Fall ziemlich schön und weit, was das betrifft. Und da ich ja die Glutsch auch schon habe, ja, ist es eigentlich jetzt wäre es jetzt sinnvoll, dass ich dann auch noch ein bisschen Erde durchsieb. Wir brauchen nämlich Seeds. So, also ja, das Wasser müsste eigentlich schon mal weg. Ja, darum ist es jetzt auch wichtig, dass ich diesen Bereich jetzt hier als nächstes mache. Danke. Aber wenn ich den Bereich, den ich hier nämlich fertig habe, dann kann ich nämlich hingehen und sagen, okay, wir bauen die Maschinen gleich in den richtigen Raum rein. So, habe ich den, jawohl, habe ich da. Das heißt 1, 2, 3. Wir gehen schon mal in die Richtung. Da ist nichts drin. Kann weg. Das alles, was ich momentan nicht brauche, das schmeiße ich jetzt mal hier in die Kiste einfach rein. Wäre schwachsinnig, das mit rumzutragen. Und wir haben schon 21 Minuten auf unserer schönen Uhr. So, ich habe ja irgendwo, genau, 8 von den Tables. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal mindestens zweimal rein. Weg. Ich habe halt leider noch zu wenig Redstone, aber da wollen wir auch schon dran arbeiten. Das heißt, das kleine Männchen wird auch bald kommen, der uns hilft beim lustigen Sieben. Das mit dem Hammer kann ich noch selber machen. Da brauche ich hier eigentlich die Dias dazu. Aber für das Männchen nicht. So, das heißt, wir brauchen nochmal die Schüssel. Gib mir mal den. Und da gibt es einen halben Stack davon. So, das heißt, wir haben den auf jeden Fall fertig. So, dann brauche ich davon jetzt 16 Stück. So, dann bist du durch, dann kommst du da rein, dann gehst du da rein. Wir brauchen mehr Stahl. Vor allem, ich brauche Pipes. So. Das heißt, wir brauchen jetzt Kisten. Hier kommen welche hin. Hier kommen welche hin. So, dann brauche ich bitte 2 Eisen-Ingots. Ich brauche 2 Sticks. Dann war das, glaube ich, so, so und so. Jawohl. Dann habe ich jetzt meine Trap. Und dann habe ich meine Kisten. So, dann sind wir auf jeden Fall mal da soweit. Dann kann ich die ja schon mal komplett rumzimmern. Das ist falsch. Das heißt, du kommst hierhin, hierhin. Lieber ein wenig schräg halten. Gucken, wie weit das mein Gold ist. Gold ist durch. Ich habe 2 Glas. Ich glaube, ich brauche auch nur 2 Glas. Das war jetzt, glaube ich, so. Dann war das so. Und von meinem guten Freund hier brauche ich noch 4 Glowstone. So, das ist richtig. Jawohl, dann haben wir von Torchmaster die Feral Flattern. Und das Licht breitet sich sozusagen aus. Ich habe zwar auch mittlerweile mitgekriegt, dass das ab und zu auch nervig ist, weil wenn man zum Beispiel eine Monsterfalle bauen will, die eigentlich dunkel sein soll, macht ihr die trotzdem hell. Hab schon gesagt, ich muss mir da mal was einfallen lassen. Ich glaube, da werde ich dann mit Dark Glass arbeiten. Dass das dunkel bleibt. So. Und wir haben das hier hin. Und jetzt, solange ich noch hier in dem Bereich bin, kann ich die Fackeln alle wegschlagen. So, das heißt, da hinten haben wir noch eine. Jawohl, halt, da ist noch eine. Ich hab dich gesehen. Oh. Und jetzt seht ihr schon, hier ist schon heller geworden. Weil ich die Fackel auch noch übersehen habe. Dann hauen wir mal über die Weltmeister hier einen Stein raus. Dass ich das Licht auch in meinem Hauptgang sozusagen erstmal regenerieren kann. Wie gesagt, wird gleich heller. So, dann gehe ich jetzt mit meiner Schüssel dahin und produziere mir die. Denn wir möchten ja eigentlich haben, dass es fertig wird. Nee, so nicht. Okay, so. War das schon mal soweit ganz in Ordnung aus. Und wie ihr seht, ne, es waren vorhin noch Kreuze da, jetzt sind keine mehr da. Alles dank der Lampe hier. Meisterlampe. Das wird auch, wie gesagt, meine Hauptlampe irgendwann sein, in allen Räumen. Oh. Dann kann ich jetzt schon mal hingehen. Wie gesagt, das hier ist jetzt sozusagen der erste Bereich, der wo wirklich fertig werden muss. Okay, dann kommt so nochmal in der da. Ja, ich hätte am liebsten jetzt nochmal einen Diamanten und den mir schon mal. Ach komm, ich hab 5. Was soll der Geiz? Bin ich auf jeden Fall schon mal schneller. Diamond Wand, der hält auch ein bisschen. Ich möchte auch, wir möchten auch mal fertig werden, ne? So. Hat schon mal den Vorteil, dass die Decke fertig ist. Okay, so, dann verbinden. Und nicht. So, perfekt. Dann haben wir ja schon mal festgestellt, wir haben Äpfel. Hau ich gleich mal 2 da rein. Wenn er fertig ist, kann er noch den Stahl durchbraten. So, ich bräuchte jetzt bitte 2 Redstone. Die kommen auch in den Metallic Infuser ein. Die kommen in den Enrichment Chamber. Also Gold ist halt wichtig. Irgendwann brauche ich noch diese große Torch. Die brauchen wir auch noch. Damit halt am Anfang erstmal hier nichts spawnt. solange wir halt es wollen, wie gesagt. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt schon mal das da geschafft. So, dann kommen die da rein. So, dann haben wir hier auch jetzt Platz und jetzt bräuchte ich natürlich wieder 16 Stück. Und wir machen den nächsten Bereich. So, wir brauchen jetzt aber vom X irgendwas. Wie heißt der Mod? X Kompressum. Brauchen wir jetzt sozusagen nicht das Auto-Sief. Genau. Für das Auto-Sief brauchen wir Slabs. Wir brauchen 2 Eisenblöcke. So, die schmeißen wir gleich mal rein. Und jetzt werden einige gedacht haben, hat er gerade nicht gesagt 2, wieso macht er jetzt 6? Ja. Mitdenken, Vereinsbank. Und zwar, wir brauchen auf jeden Fall nochmal davon. Bei einige haben wir noch. So, das heißt, dich baue ich ab. Du kommst dahin, du kommst dahin. 2 links, 2 rechts, 2 fallen lassen. Und wir haben den Master der Tinkerer. Das heißt, wir können jetzt auch den großen Hammer bauen. Genau. So, dann heißt es, du kommst dahin. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch 2 davon. Ach, halt, wir brauchen nicht das. Wir brauchen das. Dafür brauche ich nämlich 2 Stahl. Und 2 Block of Steel. Haha. Dann reicht es natürlich nicht. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall nochmal 16 davon. Dann brauche ich nochmal 4 Kohle. Kann ich den schon mal wieder rumbeln lassen? Weil, wie gesagt, es müsste eigentlich jetzt die ganze Zeit müsste jetzt Kohle hergestellt werden. Das heißt, ja. Und da ich mich nicht die ganze Zeit hinstellen will und selber sieben, soll das jemand anders für mich machen. Mhm. So. Also, dafür, dass wir jetzt in Folge 4 sind, und wir haben Strom und Strom läuft und wir sind dabei, schon Enriched Alloy herzustellen. Zwar 16 Stück ist, was ja nicht gerade schlecht ist. So, dann haben wir noch was zum Essen. Dankeschön. So, Stahl habe ich gesagt, habe ich mir gemacht, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo ich den hin habe. Haha. Nicht doof? Ja, bin ich. Ich habe den hier. So, wir brauchen ja 9, das heißt, ich hätte schon mal 18 Stück gebraucht. Wie gesagt, den jetzt zu verschnellern, bringt mir nichts, weil der nicht hinterherkommt. Was viel schlimmer ist, dass das Licht da hinten immer noch nicht angekommen ist. Eine schnelle Axt und kannst du nicht verwenden, was das klein brauchst oder für einen Block brauchst. So, wir können schon mal alles soweit hier rausklopfen. Okay, den kann ich auf jeden Fall wegmachen. So, das ist sehr gut. Der war witzig. Was mache ich denn da oben? Na. Der ist ulkig. Ja. Weil ich bin Old-Nudel. Ich habe gewusst, irgendwas, warum, dass ich nicht unbedingt das hier abbauen darf. Aber warum, habe ich nicht mehr gewusst. Muss ich nicht alles wissen. Ja. Der war super. Knapp daneben ist auch vorbei. Ah, okay. Ich habe schon alles soweit gemacht. Rauschen wir mal hier jetzt durch. Ich hoffe, dass meine Picke es so lange hält. Bauen kann ich es mir nämlich noch nicht. Bis ich auf jeden Fall mein Builder habe, der mir dann den Rest raushebt. So, bisschen Steinhammer. Und jetzt hoffe ich, dass der mir dann auch das nötige Zeug gibt. So, dann sind wir jetzt dann bei 32 Stahl. Das wäre schon mal optimal. So, und jetzt seht ihr, jetzt habe ich sie rausgehoben. Und schon breitet sich das Licht wieder besser aus. So. Und ich bin jetzt nochmal verschwenderisch mit einem Tier. Ich bin jetzt halt der Meinung, Tiere sind kein Problem mehr. In unserem Status. Brauchen eine Schüssel. So, danke. Dann können wir jetzt den One im und dann machen wir hier alles dicht. Perfekt. Ich glaube, ich war noch nie so schnell. Ich war noch nie so doof. Das war jetzt totaler Banane. Ja, darum mag ich es nicht. Am Anfang mit dem noch hochhupfen muss, mit dem Ding zu arbeiten. Aber ich mache es trotzdem, weil ich schneller sein will. Restlichen muss ich. Ich kann es jetzt halt auch nicht so rausholen, weil sonst haut er mir auch die Decke ab. Was ja auch blöd wäre. Und hätte ich genügend Redstone, könnte ich meine Picke schnell beschleunigen. Habe ich auch nicht. Noch nicht. Kommt aber. Aber wir haben ja Zeit. Wie gesagt, ich höre noch den Krach neben mir. Das heißt, das Ding arbeitet. Die letzten. Ah, okay. Das macht er auch. Ja, ja. So. ich hier, ja. Den Rest kann ich selber machen. Am besten mache ich jetzt den Feder nochmal. Dann wollte ich mir eine Kamera antaffen, weil dann beiße ich mich nämlich in den Arsch. Das waren bestimmt mehrere sehen. So, okay. Dann haben wir jetzt das. Und wir haben dann zu. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Und auch noch zum richtigen Zeitpunkt, weil der ist fertig. Okay, so, dann, nee, da verschwende ich jetzt eine Kohle, das ist mir egal. Danke. Dann kriege ich bitte 2 Blöcke, ich brauche 2 Ingots, die Hammer. Und ich brauche das Sieb und ich brauche Glas. Natürlich ist das, was ich nicht habe, aber haben wir gleich. Gesagt, ich sage nicht umsonst, dass der erste Loot, was ich bekommen habe, eigentlich alles extrem beschleunigt hat. Weil, wie gesagt, dieser Ofen, ich finde ihn einfach nur genial. Also für dieses Pack. Ne? Ich gehe immer von den Packs aus. Also im GT kann ich mir den einfach nicht vorstellen. Beziehungsweise doch, kann ich mir vorstellen. Wie habe ich das jetzt gemacht? Hä? Oh Mann. Ach genau, ich wollte noch mit euch was machen. Ha! Fällt mir gerade so auf. Und zwar, wir gehen mal in die Optionen rein. Und zwar auf Difficulty Hard und wird gesperrt. Ja. Ich werde es auf jeden Fall sehen. Ich möchte auf jeden Fall so vorsichtig wie möglich spielen, weil ich möchte es diesmal versuchen zu schaffen, nicht... Also ganz selten zu sterben. Ich vermute zwar, dass das Enderhuhn mich zwar platt machen wird, aber man kann ja dann da auch erst hingehen, wenn man eine vernünftige Rüstung hat. Man kann es ja mal probieren. So, okay. Das heißt, ich habe jetzt das, dann brauche ich bitte das. So, dann kommst du rein. Da kommen die 2 da rein und die 2 kommen da rein und ich habe mein Auto Heavy Sief. So, das kommt jetzt sozusagen hier dran. Ja, dann habe ich mein kleines Männchen, das man mit einem Tag auch bearbeiten kann. Das heißt, ich kann mir irgendwann selber bei der Arbeit zugucken. Das nennt man dann erfolgreiches Klonen. Hätte ich auch gern für die richtige Arbeit. Arme Sau müsste die ganze Zeit arbeiten, ich werde daheim und geht Minecraft spielen. Aufnehmen. So, das heißt jetzt so, du kleines Männchen kriegst auf jeden Fall Diamond Seed. Und dann kannst du mal arbeiten. Weil wie gesagt, wir brauchen ja die Sachen. So, was jetzt aber auch wichtig ist. Ich habe ja noch Stahl. Das heißt, vom Mechanismus brauche ich noch 2 Trümmer. Das ist einmal der hier. Dafür brauche ich aber noch 3 Gold. Dann heißt es, wir werden das so schnell wie möglich in Angriff nehmen. dass ich die habe. Ja, ich müsste es eigentlich auch noch durchsieben. So, und wir haben den Dust. Kommst du jetzt da rein? Ja. 2 Diamanten haben wir auch schon wieder. Ah, aber das ist zum Beispiel auch genau das, was ich jetzt meine. Das will ich jetzt nämlich so schnell wie möglich auch gleich umschiffen. So, wir geben jetzt einen Chest. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Wir haben diese schönen Chests hier. Iron Chest wird so eine Gold Chest, ne? Und dann zu einer Diamond, ja. Ja, das ist falsch. Das muss da rein. Also das heißt, ich bräuchte jetzt für eine Iron Chest eine Kiste. Die habe ich hier. Und dafür brauche ich noch 8 Eisen. Ja, da kommst du auf jeden Fall schon mal da drauf. Wäre es zwar schön, wenn er die aufräumen würde, aber das glaube ich nicht. So. Dafür hast du rausgefischt, 6 Stück. Das reicht nicht. Dann müssen wir gleich nochmal welche machen. Ich brauche heute auf jeden Fall genügend Gold. Damit wir wieder eine größere Kiste bauen oder andere schöne Dinge damit erledigen können. So. Ich muss nur aufpassen, weil wie gesagt, der geht jetzt immer schneller leer. Und wenn ich natürlich dann da nichts durchjage, was in die Richtung geht, dass ich Kohle herstelle, habe ich halt ein Problem. Geben wir Strom aus. So, 25 Stück. Da muss ich ja natürlich weiterarbeiten an meiner besseren Stromquelle. Ich habe das wieder geschafft. Ah. Okay, habe auch meine Sortiertaste gerade gefunden auf der Maus. Das ist halt der Nachteil, wenn der Vein Miner sozusagen die Taste dahinter ist. So. Kleines glückliches Männchen. Oder auch nicht. 5 habe ich noch Kisten irgendwo übrig. Nein. Na, dann baue ich mal welche. Ist er jetzt schon nicht mehr so das Problem. So. Das heißt, ich muss jetzt aber dahin. Kommt an die Seite von dem Männchen. kommst du da rein. Dann kannst du nämlich da weitermachen. So. Das heißt, ich habe 14 Stück, brauche 12. Dann kann das wieder laufen in der Schmelze. Okay, so. Dann heißt es jetzt für mich, ich brauche jetzt auf jeden Fall Stahl, Stahl und Glas wäre pressured. Dafür ist mir das Stahl noch zu teuer. Enriched Alloy geht auch nicht. Ich brauche noch Eisen. Das weiß ich definitiv, dass das geht. So, und das ist einmal eine Mechanical Pipe. Dann haben wir hier nochmal Stahl, Stahl und dann brauche ich ein Redstone. Dann haben wir schon mal auf jeden Fall die Strompipe. Mechanismus. Okay, die sagen mir jetzt alle gerade gar nichts. Sehr schön. Logistical, alles klar, das ist dieses, das Teil da. Alles klar. Das heißt, ich brauche jetzt hier nochmal ein Osmium. Oder gleich 8. So, dann kommst du wieder da rein. Wie gesagt, wichtig ist jetzt, dass die Kohle kommt. Ah, vielleicht muss ich jetzt so schnell wie möglich dahin kommen. Ha, und jetzt weiß ich aber, dass ich mein Gold gebraucht habe. Ja, ja, ja. So schön, dass mir das wieder einfällt. So, räum mal das da bitte raus. Kannst du hier reinfüllen, danke. Ich bräuchte eigentlich viel mehr Gold, weil, wie gesagt, ich müsste jetzt eigentlich die Goldkiste auch gleich bauen. Weil die schneller voll sich gucken kann. Okay, so. Das ist der Hammer. Und klack. Und wir haben auch noch die. Und jetzt brauche ich natürlich... genau. Von Mechanismus das Tool. Und für das Tool brauche ich ja das Gold. Davon brauche ich 3 Stück. Wir kommen auf jeden Fall in die Mitte. Auch das Ding da. Dann brauche ich 4 Redstone. Und zwei von den Alloy-Teilen. So, Hammer. Soweit ich weiß, brauche ich 2 Lapis. Wenn es jetzt nach mir geht, bestimmt auch noch... ich brauche ein Lapis, okay. Räumen wir gleich wieder auf. Ich brauche ins Stecken. Der kommt dahin und die 2 kommen dahin. Und ich habe meinen Konfigurator. Der Konfigurator ist jetzt nämlich wichtig, weil ich habe jetzt mir die Transportpipe ja nicht umsonst gebastelt. So. Und dann heißt es jetzt, bitteschön, unten raus, oben rein. So, das heißt, das Männchen hier kann die ganze Zeit arbeiten. Und wird es dann sozusagen immer wieder in der Kiste das alles ausleeren. Und immer wieder muss ich jetzt halt danach gucken, wenn ich dann 64 Stück habe, die kommen dann gleich in die Schmelze. und werden dann sozusagen wegfrühstückt. Oh. Und ich habe jetzt dann hier meine Kiste, da mache ich jetzt Mechanismen rein. Und wir gehen mal hin und hauen da raus. So, 64, 64, 64, 64, 64, das war, was ich gesagt habe. Das heißt, wir haben hier mal Aluminium. Aluminium geht ziemlich schnell. Danke. So, dann brauchen wir als nächstes Eisen. Dann haben wir als nächstes Blei. Ja, dann räumen wir das gleich mal weg. Dann haben wir auch gleich bitteschön hier eine logistische Transportpipe. So, du kommst dann bitte hier hin. Die Chest kommt hier hin. Jetzt kommen wir da Gott sei Dank ran. So, kann ich die da reinschmeißen. Kann er schön brav die reinhauen. Jawohl. Perfekt. So, dann haben wir jetzt noch Zinn und Kupfer. Das sollte ich aber definitiv abwarten, wobei ich hier gesagt, ich mache zuerst Zinn. Und dann kann der Rest dann auch rein. Gut. Das ist egal, wie ich hier dem. Das heißt, ich könnte jetzt da auch noch eine andere Pipe hinmachen. Aber die kann ja laufen. Ist egal. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon einiges erreicht. Wie gesagt, Kohle muss ich immer wieder reinschmeißen. Muss ich halt auch immer dran denken, wenn ich hier rumstehen sollte, dass ich halt das immer wieder nachmache. Oh, sehr schön. 32 Kupfer schon. Dass das halt weiterarbeitet. So. Das heißt jetzt, wir haben jetzt noch den Bereich hier dann. Ja, die Schmelze muss ja dann in die Richtung. Das heißt, wir werden dann beim nächsten Mal in die Richtung gehen, dass wir schon mal den Raum ausheben, wo dann in Zukunft die Schmelze hin soll. Damit wir ja fröhlich frohlockend weitermachen können. Und wir haben jetzt auch Gott sei Dank alle Kreuze weg. Dann können wir nämlich den Bereich hier auch noch sauber machen und ja, noch vieles, vieles mehr. Ja, dann hätte ich gesagt, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.